Seid gegrüßt zurück zu einer weiteren Folge mit Miles Morales. Heute wollen wir das Roxxon-Gebäude überfallen. Allerdings, obwohl wir hier gerade erst aufgeräumt haben, das hat sich nicht so rumgesprochen, haben wir hier schon wieder Besuch. Oder die wissen, was wir vorhaben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir da einmal kurz beigehen. Die mit dem Raketenwerfer, das ist auch übel, ne? Ich würde auch gerne die Rakete in der Luft fangen, aber ich werde immer abgelenkt von irgendwen, der meint, der muss hier in der Nähe sein. So, warte mal. Kriege ich jetzt eine... Los, eine Rakete. Boah. Mega. Wow. Okay, das hat mir aber Leben gekostet. Ich habe gerade nach dem Koffer gegriffen. Ein bisschen klebrig, ne? Ja, wie ungewaschene Unterhose, sag ich dir. Ja, und jetzt, Roxxon? Okay. So, ob die mitgekriegt haben, was wir hier vorhaben? Okay, wir wollen die Umgebung scannen. Wir wissen ja sowieso, dass wir da rein müssen. Sollte Genki schreiben. Oh, Genki. Mit denen haben wir auch schon lange nicht mehr telefoniert. Schön war's. Der wird jetzt wieder richtig viel labern, ne? So wie ich immer. Okay, das war das falsche Tor. Und was verbirgt sich hinter Tor Nummer 2? Hier ist nichts. Vielleicht in der anderen? Hä? Ah, hier wäre der Schacht gewesen. Ja, gut. Ich scanne. Miles? Hättest du Bock, mit mir da reinzugehen? Ah, okay. So kriegen wir es hin. Ich arbeite gerade an dem Sicherheitssystem. Du bist echt unglaublich, Alter. Ich gebe mein Bestes. Lol. Gib mir einen Moment. Den darf ich nicht. Den kann ich Reise ausschalten. Ja. Den können wir leise ausschalten. Wir fallen erstmal rein. Oh, das ist ja... Für ihn ist das ja voll gemein, ne? Der hat ja gar keine Chance alleine. Der hat ja nicht den Hauch einer Chance, wenn wir uns auf den fokussieren können. Wieder so eine Tür. Ich sorge für Strom. Du machst auf? Ja, geht klar. Also, Strom haben wir geliefert. Ich öffne die Tür. Ich frag mich, was das so kostet. Was so eine Untergrundorganisation, die so aufgebaut ist, mit diesen elektrischen Türen und allem drum dran, was das wohl kosten mag. Okay, hier müssen wir wieder rein. Können wir erstmal gucken, ob wir diesmal hier Gegner haben? Nee. Jetzt darf ich einfach reinspringen. Was ist da drin? Sicherheitsraum? Okay, hier haben wir auch die Kiste. Sie konfiszierte Sachen. Nee, nicht die Kiste, eine andere Kiste. Mein Team kann das nicht ausgeplaudert haben. Wir wussten nicht, dass Nuform krank macht. Würdest du das bitte wiederholen? Wir wussten nichts von diesem infamen Gerücht. Schon besser. Jetzt schalt die Mikros aus und wir besprechen, wie wir das unter Verschluss halten. Okay. Na, ich wüsste nicht, wenn das mein Chef ist und ich weiß, wie der reagiert, ob ich da denn gesagt hätte so, ja, mein Team hat das weitergequatscht, die wussten es halt nicht besser. Ne, da ist der Jürgen im Team, der erzählt alles seiner Frau, der Hildegard und ja, die beim Kaffeeklatsch da, die kannst du voll vergessen, die plaudert ja alles aus. Würde keiner sagen, ne? So, wo dürfen wir denn jetzt weiter? Oh, wir haben eine Kamera. Ich hoffe, die wurde gehackt. Ich bin jetzt wo? Ach so. Okay. Dann gehen wir ein bisschen an der Decke. Aber wo soll ich hier raus? Ich habe nur die beiden Schächte. Schacht betreten, Y. Na toll.
Aber das ist der Schacht, aus dem wir gekommen sind. War da noch ein Weg? Oder gehen wir einfach durch die Tür? Wir gehen nicht durch die Tür. Denn wir sind Spider-Man. Ich kann die auch nicht... Nee. Ich kann die auch nicht abreißen. Gehen wir durch die Tür? Nee. Ich darf hier... Okay, ich darf auch nichts durch die Scheibe schmeißen. Aber wir haben hier keinen weiteren Schacht, ne? Wir haben nur den, durch den wir gekommen sind. Wir haben die Kiste geplündert. Und wieso können wir das Geld nicht mitnehmen? Ach, wäre das ein tolles Taschengeld. Und du kannst es nicht mal zur Anzeige bringen. Ist sowieso illegal verdient. Okay, ich versuch's nochmal hier. Aber wir haben nur den einen Weg. Hier gibt's nicht viele Verstecke. Dann tarne ich mich. Ah. Wir haben halt nur die zwei Wege. Okay, das hat noch gereicht. Konstruktionsfehler. Kann mal passieren, ne? Da kommt halt so ein Ventilator mal runter. Ich bin ziemlich unauffällig mit meinen Taschenlampen im Gesicht, oder? Augen auf! Spider-Man ist hier! Hä, woher weißt du das? Ich brauche Unterstützung! Kriegen wir den auch noch? Okay, den haben wir auch noch gekriegt und der kann da nicht ab, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann können die an der Wand gar nicht runter. Also können sich nicht mehr losreißen. Okay, wir haben hier noch ein paar Sachen zum Schleudern, zum Umkippen. Wer hat mich gesehen? Kann sich los... Nee, der ist das nicht. Okay, ja, dann ist der hochgekommen. Gut. Das ist ja nun mal ein bisschen doof gelaufen, ne? Okay, wir haben hier noch ein paar Schildleute. Oh Gott, wir haben hier ja so viel. Vor allem die da können mich ja sehen, auch wenn ich unsichtbar bin, ne? Warte mal, dann möchte ich einmal hier hoch. Wir hätten noch die Möglichkeit. Oh, falsche Taste. Schwerkraftquelle. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Lol. Okay. Die habe ich noch nie genutzt. Finde ich ja mega lustig. Warte. Ah, schon wieder die falsche Taste. Oh. Oh, das war... Ich wollte doch den haben. Okay. Und hier war irgendwo noch einer mit dem Schild, ne? Den würde ich auf jeden Fall gerne wegnehmen. Ich brauche Unterstützung. Jemand wurde ausgenockt. Alarm! Ah, der ist das. Dürfte keiner gesehen haben. Okay. Warte, guck mal. RX-97, bitte melden. Er antwortet nicht. Seht an seiner Position nach. Okay, diesmal gehen wir hier ein bisschen vorsichtiger durch. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo der mit dem Schild ist. Also der ist da unten langgelaufen, aber ich kann den nicht mehr finden. Hier hat noch einer so einen komischen Elektroknüppel.
Der hat auch nur einen Knüppel. Wo ist denn der Typ mit dem Schild hin? Wo sind die überhaupt alle hin? Da haben wir nochmal einen, der uns sehen kann. Also auch im getarnten Zustand. Da ist der Schildtyp. So. Jetzt aber scheiße, wir haben keine Elektrominen mehr. Oh, jetzt hätte ich mich aber fast selber geschockt hier. Oh, was ist das? Ihr müsst hier raus, ihr alle! Der Reaktor ist nicht sicher! Okay, und das war's mit meiner Tarnung. Du hast jetzt ein paar Reaktoren abgezapft. Hey, Genki, guter Moment zum Quatschen. Und irgendwie einen trockenen Mund. Aber ansonsten ist alles gut. Sag mir bitte Bescheid, wenn du Luftform ausschwitzt oder rot anläufst. Reaktor steht auf der Hauptebene. Okay, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen anstrengend werden. Ja, davon gehe ich aus. Das könnte etwas schwierig hier für mich werden. Oh. Alter, hier ist aber richtig was los, ne? Obwohl wir so viele schon ausgeschaltet haben. Oder sind die nachgekommen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich drücke immer die falsche Taste. Hier, okay, warte. Wir machen uns noch einen Spaß. Hallo! Der ist zu weit weg, leider. Oh. Okay, das habe ich ein bisschen... habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. LOL. Was hast du denn für coole Sachen drauf? Ah, ich bin da reingekommen. Oh, wir müssen erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Okay. Ich muss diesen Typen, der den Scan hat, den muss ich ausschalten. Der ist ja noch anstrengender. Haben die mich hier gesehen? Nee, ne? Okay, warte. Den haben wir gleich. Er ist runtergefallen. So. Oh, es kommt wieder Nachschub. Boah, die haben auch so krasse Waffen, ne? Das ist nicht sehr nett, womit du hier auf mich schießt. Okay, Schildbürger weg. Ja, indirekt, ne? Der Gedanke war da.
Oh mein Gott. Okay, wir kommen langsam voran. Ich habe das Gefühl, das wären gar nicht weniger. Wären das weniger? Ja, doch ein paar, ne? Das möchte ich gern zurückgeben. Oh, der hat gesessen. Mei, oh mei. Ah, den da oben kriege ich nicht. Hoppala. Oh, den habe ich ja noch gar nicht gemacht. Oh, das finde ich nice. Wenn du schon so lange gespielt hast oder so viele Stunden hinter dir hast und findest immer wieder noch neue Sachen raus. Das hatte ich noch gar nicht. Das ist geil. So, dann wollen wir mal meine Batterie aufladen, wa? Und... Das kann nicht gesund sein. Also Superkräfte hin oder her, auch mit dem Strom, ne? Aber ich... Das kann nicht gesund sein. Das schlägt bestimmt wie Aspirin auf Leber, Nieren und... andere Organe. Niemals besser. Noch ein Labor weniger. Dann schleicht dich durch das Büro in die Freiheit. Bitte nicht erwachen, gruselige Rocksong-Rüstung. Okay. Die haben auch nur so Stoffpolster, ne? Also halt kugelsichere Weste, klar. Aber das meiste ist Stoff. Die sind gar nicht so gepanzert. Und die haben ja nur den Stoff mit Exoskelett. Und den Helm halt, ne? Also der Helm ist legit anders, aber so im Großen und Ganzen... Alter, das Exoskelett ist ja so schon geil, ne? Aber stell mal vor, so ein Motor hier am Ellbogen zum Beispiel wäre falsch rum kalibriert. So, dass wenn du den Arm anstrengst, er ihn einfach nach hinten durchbricht. Vielleicht findet sich auf dem Computer ja was über Rockstone. Noch ein bisschen was raussuchen hier. MP3 downloaden. Werte Roxxon-Mitarbeiter, es wird zurzeit ein Gerücht verbreitet, dass Nuform unsere Leute krank machen würde. Kommt schon, Leute. Das stimmt natürlich nicht. Und wenn es so wäre, würden wir uns um euch kümmern. Ohne euch könnten wir einpacken. Kein Nuform, keine Plaza, keine Zukunft. Das nenne ich mal Mitarbeiterwertschätzung. Aber diese Zukunft ist aktuell in großer Gefahr. Denkt also gut nach, bevor ihr euch entscheidet, diese bösartige Lüge weiter zu verbreiten. Denn mehr ist es nicht. Okay. Denkt, wir sind für euch da. Krieger macht anscheinend bei Amerika, sucht den Superschurken mit. Aber diese Aussagen sind so typisch für große Unternehmen, ne? Also große Unternehmen, ich weiß nicht, da hat man immer so ein bisschen das Gefühl auch, da wird die Wertschätzung gern vorgegaukelt. Ohne dich läuft nichts, ne? Und ohne unsere Mitarbeiter hätten wir dieses und dieses Ziel nicht geschafft. So, aber letztendlich ist man dort nur eine Nummer. Wenn du gehst, kommt ein anderer. Also klingt hart, aber es ist nun mal so. Kann man von der Firmenseite natürlich auch verstehen. Du willst ja die Mitarbeiter motivieren. Aber, ich meine, wer glaubt denn noch daran? Mittlerweile, man weiß es ja auch, ne? So. Also gerade in so großen jetzt wie Roxxon. Das ist ja, ob du hier krank bist oder nicht, das fällt ja gar nicht auf. Wenn du jetzt vergleichen würdest, du würdest in so einem kleinen Bäckerbetrieb arbeiten. Mit 5 Leuten oder so. Danke für deine Wenn du denn krank bist, Urlaub hast du oder so, das merken direkt alle, ne? Aber hier... Ist doch das neue Lieblingshobby des Underground. Stimmt. Im Ernst, was für ein Freund wäre ich denn, wenn ich nicht hin und wieder helfen würde, einen Giftreaktor abzuschalten?
So, für dich sind Anzüge oder Modifikationen frei. Oh, nice, 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 nice. Wir haben jetzt den, ich muss hier einmal weg, ich kann nichts öffnen. Ich kann immer noch nichts öffnen. Okay. Wir müssten eigentlich jetzt diesen Roxxon-Anzug haben, oder? Den hier, Trainingsanzug, der war es nicht. Das sind die FSDN-App-Aktivitäten. Das Ende. Wir haben eine Spur. Spinntraining. Underground versteckte Roxxon-Labore. Haben wir noch... Ach, hier ganz unten ist noch eins. Ah. Und ich dachte, wir sind jetzt schon beim nächsten Anzug wieder. Ja, falsch gedacht, ne? Gut. Dann holen wir uns einmal die Kiste. Können wir eigentlich schwimmen? Was passiert, wenn ich ins Wasser falle? Was würde passieren, würde ich da jetzt reinspringen? Fische! Hui, ich kann schwimmen. Nicht besonders gut, aber ich bin ja auch eine Spinne und kein Fisch, ne? Das wäre denn eher was für Aquaman hier. Oh Gott, ich muss wieder ans Ufer. Das ist ja furchtbar. Jemand hat einen Waffendeal in der Nähe gesehen. Ah, oh, Genki, das geht nicht. Muss Kiste holen. Ich dachte schon, bis zum Kran komme ich nicht mehr. Okay. Kiste suchen. Wir sind von der falschen Seite rein, aber wir haben sie gefunden. Mehr Teile. Gerne doch. Was wir schon lange nicht mehr hatten, ist, dass wir überfallen worden sind, nachdem wir hier waren, ne? Also nachdem wir uns eine Kiste geholt haben. Das war ja anfangs, da wurde uns ja indirekt immer eine Falle gestellt. Also wir haben uns die Kiste geholt und da waren halt Leute, so. Aber mittlerweile... Ja, können wir machen und wir holen uns die und gehen dann hier unten weiter runter. Arbeiten uns dann von dem hier rüber. Machen dann das hier, das Underground-Versteck in Greenwich. Und hier hätten wir nur noch den Prowler und zwei Zeitkapseln. Und hier unten haben wir noch Zeitkapseln, ein paar Kisten, Prowler und das Roxxon-Labor, das letzte. Und dann hätten wir den Anzug. Oder wollen wir, damit wir ein bisschen was vom Anzug haben, erst hier unten hingehen und dann gehen wir nach rechts rüber? Weil das hier ist ja auch schon ein großes Areal eigentlich, ne? Ich würde sagen, so machen wir das. Da steckt sicher mehr dahinter. Oder ich entscheide mich noch um. Das sehen wir denn, wenn ihr dabei bleibt. Kriminalität wo? Oh. Ach, hier, wir müssen wieder so ein Signal finden. Sobald ich das andere Bordsignal gerottet habe, weiß ich, wo ich verstecke. Erfasse. Okay. Und jetzt folge ich ihm. Nein, natürlich in die andere Richtung. Da drüben. Man sieht sie schon. Ein Logo auf einer Werbetafel zu bringen, ist gewagt. Okay, die haben wir schon mal, ups, der Underground, wie versprochen, markiert. Ich würde gern den da wegnehmen. Oder nur mehr Ärger mit mir. Okay. Da ist ein komischer, da ist so ein krasser Dude. Kleinen Moment. Wow. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Ist
es juckt ihn halt gar nicht, ne? Es interessiert ihn gar nicht. Okay, was haben wir noch? Wir haben hiervon nochmal einen. Auch nicht wirklich, ne? Ah, komm, sein Schild ist weg. Oh mein Gott. Ich sehe nicht viel. So. Oh, da kommt er wieder. Okay, das macht ihn gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie wir den am besten rausnehmen. Okay, das war eine Möglichkeit. Das Gute bei diesen kleinen Leuten hier ist immer, man kann immer so ein bisschen probieren, ne? Irgendwo ein Transmitter sein. Okay, das war's schon. Schade eigentlich. Ich hätte mit der jetzt, das ist mir aber zu spät eingefallen, ich hätte mit der gern was anderes gemacht. So, jetzt müsste alles wie vorher sein. Reiße 5 Gegner in die Luft, schalte 3 Gegner lautlos aus. Haben wir leider nicht gemacht. So, die Zeitkapsel. Die ist gleich hier vorne. Da müssen wir mal schauen, auf der Hausecke. Aber nicht ganz unten, ne? Unter der Brücke. So schön war die Highline noch nicht, als wir eine Kapsel in der Wand versteckt haben. Mann, die Zeit rennt. Wie sind die hier hochgekommen? Mit einer Leiter? Hä? Über dem Balken? Gut, wäre eine Möglichkeit, würde ich noch nachvollziehen können, aber... Okay. Zieh dir doch dicke Socken an, mein Schatz. So, jetzt haben wir hier noch eine Herausforderung. Boah, wir arbeiten uns richtig durch die Map. Aber die Kiste... Oder die Kiste können wir auf dem Weg nach oben wieder mitnehmen, ne? So, dann wollen wir mal weiter. Ach, diese ganzen Nebenquests, das ist jetzt wie so ein Runterrattern, gefühlt so ein bisschen. Aber wir haben auch viel Action, ne? Muss man sagen. Und wir können so ein bisschen üben hier mit den Springen, Schwingen und... Ist halt schon ziemlich nice. Und wir kriegen neue Anzüge, ja? Also, wir wollen uns nicht beschweren. Es ist halt schon geil gemacht, das Spiel. Was mir auch sehr zusagt, ist halt diese Grafik, die Menschenmassen, die hier rumlaufen. App-Nutzer melden einen Helikopter, der gar nicht gesund aussieht. Kann ich nicht sehen. So. Also, ohne Platzierung. 240 Sekunden wäre ultimativ. Schalte 3. Einschüchterungstaktik. Lautlos sollen wir agieren. Warum schleichen wir? Um Leben zu retten. Befreie in dieser Herausforderung alle Geiseln, ohne gesehen zu werden. Die Zeit tickt, also beeil dich. Ab zur Markierung, um loszuschleichen. Geiseln was? Klingt heftig. Ich hoffe, wir können das hier auch wiederholen, wenn's, wenn wir die Zeit nicht geschafft haben. Okay. Denk dran, du kannst Gegner ausschalten, während du an der Wand klebst. Geisel ist in dem Fall immer Peter Parker, die ja? Sind alle Pete. Echt lustig. Und schräg. Typisch Pete. Du hast gesehen,
Sorry, Miles. Das zählt schon. Oh Gott. Also nochmal. Oh, zu weit. Ja, das hat der Winter so an sich, dass man Schnee schippen muss, ne? Okay, ich versuch's nochmal. Also ich darf gar nicht gesehen werden. Wie mache ich denn die beiden weg? Bring dich doch an der Wand in Position. Für einen Takedown. Ich lass die Spider-Geiser nicht im Stich. Ich muss schleichen. Also an der Wand in Position für einen Takedown. Aber würde das nicht... Würden die das nicht mitkriegen? Das war wunderschön. Okay, scheinbar nicht. Ah. Sehr strategisch, hat aber nicht funktioniert. Zu weit. Zu weit. Weit. Okay, also wir können auf jeden Fall den mit der Knarre, der da patrouillieren geht, den können wir von der Wand wegnehmen. Machen wir auch direkt. Ob Hologramm oder nicht. Die Geiseln sind geliefert, wenn die Wachen mich sehen. Okay, und hier hinten dürfte uns doch eigentlich generell keiner sehen, oder? Ich will nicht so viel Zeit verlieren. Aber wie will ich die beiden hier, Das ist ja eine richtige Packquest, muss ich sagen. Vor allem befreie so viele Geiseln wie möglich. Wie viele Geiseln gibt es denn? Decken- und Wand-Takedowns. Oh mein Gott, soll ich jetzt hier... Aber ich will die Zeit schaffen. 4 Minuten. Okay, ich markiere mir das einmal hier. Die 3. Und auf den da muss ich warten, ne? Okay, wir gehen mal hier drunter. Was können wir denn hier noch reißen? Wenn wir beide... Das war knapp. Gut. Denn ebenso... So viele Geiseln wie möglich. Das heißt, wenn wir den hier noch wegkriegen, kann ich den da hinten... Habe ich noch so ein... Und den nehmen wir noch mit raus. Nicht ein Glückstag heute. Sorry. Damit kommt ihr nicht davon, böse Hologramme. Oh, danke, Spider-Man. Gerne. Okay, das heißt... Oh, stimmt, ja. Jetzt habe ich hier nur noch einen. Wenn ich mich nicht täusche. Einfacher als ich dachte. Mann, diese Geiselposition ist wirklich unbequem. Du hast mich gerettet, mein Spider-Man. Krass. Okay. Super. Miles. Wo sind denn die anderen? Hier oben drüber? Und einer ist außerhalb, oder was? Warum? Ich gehe mal davon aus, dass hier oben noch welche drauf sind. Muss ja eigentlich, ne? Nee, die sind unter der Brücke. Oh, wow. Okay. Den können wir auf jeden Fall wegnehmen. Hä? Ich will doch nur darüber. Oh, Mann.
Oh Gott, oh Gott. Okay, habe ich jetzt hier wieder so ein Elektroimpulsteil? So, der andere ist ja jetzt abgelenkt, der ist ja geschockt. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Geiseln befreien. Ein ultimativer Durchgang, Miles. Beim nächsten Mal muss ich es wohl etwas schwieriger machen. Boah, bitte nicht. Einfach super. Das. Wenn du weißt, wie es läuft, verschaffen dir lautlose Takedowns einen Vorteil. Wenn schon lautlos, dann richtig. Nächstes Mal muss ich ein paar lautlose Takedowns einbauen. Also diese Herausforderung hat wirklich wenig Spaß gemacht. Das war ja mehr anstrengend. So, wir holen uns die Zeitkapsel. Oder gehen wir hier rüber? Ne, die Zeitkapsel. Wir gehen jetzt einmal hier so außen rum. Und dann gehen wir hier wieder so hoch. Und dann so. Und dann gehen wir da so. Und genau. Also, Zeitkapsel ist es. Die holen wir uns als erstes. Ist auch wieder so weit außerhalb. Oh, wo treiben die Kinder sich denn rum? Wie sind die da hingekommen? Ist Miles reich? Hat der ein Boot? Hat Finn ein Boot? Phineas und Ferb? Ist viel kleiner als ich dachte. Ich hab eiskalte Füße. Ist es wirklich? Ein App-Nutzer hat gerade einen Überfall auf einen Laden gemeldet. Ist gerade ganz schlecht. Ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht ins kalte Wasser falle. Finn sprang früher furchtlos von den Dingern darunter. Die ist hier baden gegangen? Die ganzen Fische. Schade, dass man die mit dem Netz nicht rausholen kann. Naja, gut. War jetzt nicht so dramatisch, wie ich dachte. Ich ruf hier Hilfe. Hä? Wer hat jetzt hier um Hilfe gerufen? Gut, wir lassen das Verbrechen Verbrechen sein. Müssen ja einmal. Es tut mir leid, wenn die Folgen jetzt so ein bisschen abklappern von Wertgegenständen ist, aber ich möchte halt wirklich sau gerne noch vor Ende der Story alle Anzüge haben. Und ich wusste nicht, da wir ja 60% erst sind, ich habe gedacht, die Story geht noch ewig. Ich dachte, da kommt noch richtig viel. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so schnell diese Story runtergerattert haben. Das enttäuscht mich tatsächlich ein bisschen. Also ich hätte jetzt gehofft, dass die Story, dass wir so 50% der Story gerade mal hätten. Und dachte, ich habe noch genug Zeit, um die ganzen Anzüge, Kisten, alles Mögliche zu plündern nebenbei. Aber leider ist dem nicht so, ne? Müssen wir das so machen, weil ich will die Anzüge auf jeden Fall, wenn ich sie schon nicht alle einmal richtig tragen kann, möchte ich sie einmal alle richtig sehen. Und auch irgendwie das Spidey-Logo, das ist geil. So ein Totenkopf als Spinne. Und wieder kein Stress mit dem Underground. Weil die so ausgedünnt, haben die keine Leute mehr, um Stress zu machen? Ausbrecher haben eine Straße blockiert und Geiseln genommen. Das kann heiter werden. Ja, die kommen damit zurecht. 28 Therapiesitzungen später sind die wieder in Ordnung. Die klassischen Pläne von Bösewichten beinhalten oft haufenweise Bomben. Entschärfe alle Bomben, um hier zu gewinnen. Wenn du schnell bist, gibt's mehr Punkte. Bei der Markierung geht es los. Gut. Entschärfen wir Bomben. Okay, das stelle ich mir jetzt ein bisschen stressig wieder vor.
Dann müssen wir mal schauen, wo haben wir denn die Bomben? Lockt die Wachen von der Bombe weg, um sie ungesehen zu entschärfen. Ernsthaft jetzt? Weiß nicht mal, wo ist denn die Bombe? Ach, da. Wie soll ich die denn weglocken? Mit was denn? Okay, dass ich zwei versemmel, das war jetzt keine Absicht. Und es hat nicht mal einer gesehen. Das ist so weit weg, ne? Muss ich das wirklich unauffällig machen? Untersuche irreguläre Daten. Ja. Möglicher Feind in der Nähe. Locke sie weg oder erledige sie lautlos. Das war wunderschön. Das geht lautlos. Toll gemacht. Sehr strategisch. Die Leute wohl denken, wenn sie mich hier so sehen? Oh, da schleicht Spider-Man um Hologramm rum. Das ist total normal und überhaupt nicht seltsam. Muss ich hier erst alle ausschalten? Nö, dann schalte ich jetzt alle aus. So, never mind. Wir machen nochmal von vorne. Unsere neueste Taktik. Wir nehmen einfach alles weg. Sie müssen von der Bombe weg. Schneller sein. So, kann ich hier oben hin? Aber selbstredend, ne? Er hat mich gesehen. Natürlich hat er mich gesehen. Warum sollte er mich auch nicht sehen? Okay, ein Versuch noch. Wenn das nicht funzt, dann funzt das eben nicht, ne? Oh, 3, 2, 1. Mach dich bereit. Entschärfe die Bombe, ohne gesehen zu werden. Du musst nicht unbedingt alle Bösewichte ausschalten. Ich muss nicht alle ausschalten. Aber es würde mir schon einen Vorteil bringen, ne? Versuche, Ziel aufzuspüren. Okay, pass auf, wir versuchen das jetzt mal. Was? Von wem? Warum? Das ist knifflig. Das ist ja... Das leckt mich doch am Arsch, da. Jetzt krieg ich ja mal Ärger, jetzt krieg ich da, da krieg ich ja... In welcher Reihenfolge soll man die denn wegnehmen? Pass auf. Haben wir noch die Schocker? Zwei kriegen wir. So. Ist einmal der. Einmal der. Wo ist der von dem hin? Ich habe daneben geschossen, ne? Ups. Okay, warte. Ich habe ja noch mehr Möglichkeiten. So, hier. Für euch. Bot gegen Bot. Ja, und ihr selber... werdet von mir nochmal eingesponnen. Ich habe keine Tarnung. Warte. Mich darf jetzt hier keiner sehen. Das wäre echt kacke. Ach, Mann. Ist gescheitert. Ja, gut. Sehe ich ein. Das war mega schlecht. So. Naja, gut.